Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Woche ist echt eine gute Woche für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Hochschulen und Bibliotheken. Und ich meine auch eine sehr gute Woche für uns Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker. Mit den neuen Schrankenregelungen im Urheberrecht werden die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben neu und übersichtlich geordnet und wird das Gesetz zeitgemäß gestaltet. Und Herr Kollege Heck, wenn Sie sagen, der Herr Minister musste zum Jagen getragen werden, darf ich, um im Bild zu bleiben, sagen, ja, mit uns ist er zum Schießen gekommen. Bei Ihnen hätte er nicht einmal ein Gewehr bekommen und gar nichts wäre zustande gekommen. Und getroffen hat er natürlich auch, wirklich getroffen hat er auch. Ich will mich aber eigentlich den Punkten zuwenden, die mir als Bildungspolitikerin besonders wichtig erscheinen. Das ist einmal die Vereinfachung. Es ist doch wahr, dass es bislang wirklich oft sehr schwierig war für all die, die im Unterricht irgendwie einen Bildausschnitt verwenden wollten oder was auch immer als Grundlage benötigt haben, überhaupt feststellen zu können, ja, was darf ich denn und was darf ich denn nicht. Jetzt ist klar und auf einen Blick und auch ohne Jurastudium erkennbar, was man darf und was man nicht darf. Und auch die digitalen Semesterapparate möchte ich ansprechen. Es war doch wirklich dramatisch im letzten Herbst, als die Hochschulen gedroht haben, diese Apparate abzuschalten. Nur durch ein Moratorium konnte dies in letzter Sekunde verhindert werden. Da bin ich wirklich jetzt froh, dass wir mit diesem Gesetz, mit dieser Reform erreichen können, dass die Semesterapparate weiter betrieben werden können und dass generell eine zeitgemäße Arbeit im Wissenschaftssystem sichergestellt worden ist. Und als Drittes möchte ich doch darauf hinweisen, dass wir jetzt endlich eine Grundlage haben für eine legale Nutzung. Denn es ist doch kein Geheimnis, dass ein viel zu großer Teil von urheberrechtlich geschützten Werken über Piraterie an die Nutzerinnen und Nutzer gekommen sind. Die allermeisten von ihnen wollten doch gar nicht gegen das Urheberrecht verstoßen, aber ein wirklich kompliziertes, unübersichtliches Gesetz hat es ihnen schwer gemacht, auch das Urheberrecht einhalten zu können. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt wissen alle, wie geistiges Eigentum geschützt, genutzt, geachtet werden kann und auch geachtet werden muss. Mit diesem Gesetz, glaube ich, legen wir wirklich einen Weg vor für eine einfache, legale, angemessen vergütete Nutzung, digitale Nutzung von wissenschaftlicher Literatur. Auch ich möchte herzlich Danke sagen an Herrn Kollegen Schipanski und an die Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker der SPD-Fraktion. Die Union kann ich da leider nicht einschließen. Allen voran an Eva Högl und Christian Fliesek und natürlich auch an das BMJV. Danke für die gute Zusammenarbeit und die bis zur letzten Minute wirklich engagierte Arbeit am Gesetz. Ich meine, die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Man kann heute wirklich sagen, was lange währt, wird endlich gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schieder. Nunmehr hat das Wort der Kollege Michael Kretschmer für die CDU-CSU-Fraktion.